In der heutigen Podcast-Folge Nummer 206 spreche ich mit Dr. Gerd Kommer von der Gerd Kommer Invest GmbH. Herr Dr. Kommer ist auch Buchautor, unter anderem von den Büchern Kaufen oder Mieten und dem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. In diesem heutigen Gespräch, da sprechen wir über häufig medial kolportierte ETF-Risiken, beispielsweise das Thema Marktmacht von BlackRock, geswappte ETFs oder Wertpapierleihe und wie Herr Dr. Kommer diese Risiken beurteilt. Wir sprechen ferner über Absicherungsstrategien, über das Thema Buy and Hold, ob dies heute noch Sinn macht und auch über das Thema Eigenheimentscheidung, das heißt, welche Variablen gibt es hier möglicherweise noch, an die nicht jeder Anleger sofort denkt. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 206. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, konkret seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung-Newsletter, da werde ich unter meinen Abonnenten am Sonntag, den 10.12. drei Bücher von Dr. Gerd Kommer verlosen, die Herr Kommer mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Und zwar einmal das Buch Kaufen oder Mieten, das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und das Buch Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Ich werde am Sonntag, den 10.12. in meinem Newsletter eine Frage stellen, ein Gewinnspiel starten und im Rahmen des Gewinnspiels diese drei Bücher verlosen. Wenn du also hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Einerseits wird es zukünftig immer wieder Aktionen geben, speziell nur für meine Newsletter-Abonnenten und andererseits erhältst du natürlich jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch mit Dr. Gerd Kommer. Ja, guten Tag, Herr Kommer. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Sie die Zeit nehmen für einen Podcast, für meine Hörer, für ein Interview hier heute bei Ihnen in München in Ihrem Büro. Einige, man muss wahrscheinlich eher sagen, viele Hörer kennen Sie sicherlich von Ihren Büchern, insbesondere von Ihrem ETF-Buch, denke ich, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Da denke ich, kennen Sie einige. Trotzdem nochmal ganz kurz zu Beginn, könnten Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, dass die Hörer, die Sie noch nicht kennen, vielleicht heute einen Eindruck haben, wer heute mein spannender Interviewpartner ist. Gerne, Herr Obersteller. Mein Name ist Gerd Kommer. Sie haben mich schon ganz kurz vorgestellt. Ich habe in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Ratgeberbüchern, Finanzratgeberbüchern geschrieben. Das bekannteste davon hatten Sie vorhin genannt. Dann habe ich noch Bücher zum Thema Immobilien. Eins heißt Kaufen oder Mieten und ein anderes heißt Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer geschrieben. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter eines Finanzierungsberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmens in München, kleineres Unternehmen. Das Unternehmen gibt es erst seit einem Jahr. Davor war ich fast 25 Jahre bei Banken und großen Asset-Managern tätig, zuletzt dann 10 Jahre in London, wo ich die Niederlassung einer Bank und später eines Asset-Managers geleitet habe. Prima, vielen Dank nochmal für Ihre Vorstellung. Vielleicht direkt als Einstiegsfrage. Ihr Buch, was ich eingangs nannte, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, legt ja nahe, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass natürlich die Strategie mit ETFs die dominierende ist und Sie argumentieren ja entsprechend wissenschaftlich auch, warum das der Fall ist für die allermeisten Privatanleger. Vielleicht als Einstiegsfrage, gibt es einen Grund, warum Sie trotzdem einen aktiven Fondsmanager bezahlen würden, der jetzt sagen wir mal über 1% kostet, weil dieser zum Beispiel in einem ineffizienten Markt zum Beispiel im kleineren Markt tätig ist? Oder gibt es irgendeinen Grund, wo Sie sagen, da ist es plausibel oder da macht es Sinn, auf einen aktiv verwalteten Fonds mit höheren Gebühren zu setzen? Da muss ich Sie enttäuschen, Herr Obersteller. Aus meiner Sicht, sicherlich ist das nicht der einzig mögliche Standpunkt oder die einzig mögliche Haltung zu diesen Themen. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Also Beispiel Nebenwerte, Small Caps bei Aktien oder Hochzinsanleihen, das ist ein noch illiquiderer Markt in den allermeisten Ländern, also Junkbonds, Hochzinsanleihen oder das gleiche in Deutschland, Mittelstandsanleihen, das sind, genau. Also die heißen in den USA Junkbonds. Bei uns Mittelstand klingt ein bisschen seriöser. Genau, ja. Sind aber noch schlechter als die typische amerikanische, also fallen noch häufiger aus, Anleihe. Nein, also auch in diesen Nischenmärkten und in diesen sogenannten Informationsineffizienten oder häufig wird einfach nur gesagt,
ineffizienten Märkten. Ich mag das Wort ineffizient nicht, weil das moralisch geladen ist. Terminus technicus, der wissenschaftlich korrekte Ausdruck ist informationsineffizienten Märkten. Auch da, und das belegen erstaunlich viele Studien, wissenschaftliche Studien aus den letzten buchstäblich 40, 50 Jahren und natürlich in den letzten Jahren viel häufigere Studien noch, auch in diesen Studien gelingt es dem durchschnittlichen aktiven Anleger, und damit meine ich nicht nur Fondsanleger, damit meine ich auch Privatanleger, die direkt anlegen, damit meine ich Hedgefonds, damit meine ich jede Art von aktivem Anlegen, gelingt es diesen der Mehrheit der aktiven Anleger oder der Mehrheit der aktiven Portfolios nicht, eine entsprechende Benchmark zu schlagen, eine korrekt gewählte Benchmark. Und eine für einen gegebenen Zeitraum, ob das jetzt 12 Monate ist, die letzten 12 Monate, ob das von 1980 bis 1990 ist oder die letzten 40 Jahre, also Sie können den Zeitraum, das Zeitfenster von mir aus beliebig wählen, gelingt es, gibt es immer eine Outperformer-Gruppe, aber die Zusammensetzung dieser Outperformer-Gruppe wechselt ständig, ist nicht prognostizierbar. Genau. Und wenn ich die beiden Gesichtspunkte zusammen betrachte, und das eben auch auf solche Nischenmärkte beziehe, die Sie gerade angesprochen haben, dann macht es keinen großen Sinn, jemanden über 1%, häufig sogar über 2% jährlich zu bezahlen, dafür, dass er vermutlich, wenn er es überhaupt schafft, das nur aus Zufall schafft. Ja, genau, klar. Aber es hat natürlich immer diesen anekdotischen Charakter, weil man natürlich dann immer Einzelne auswählen kann, die es geschafft haben, aber wie Sie sagen, diese wechseln halt. Mhm. Und dann begeistert es die Anleger halt doch. Oder ja, ja. Also man kann es immer trotzdem halt noch verkaufen gut. Ja, ja. Weil man sagen kann, der hat jetzt irgendwas, ein bestimmtes System und schau, der hatte das jetzt 3 Jahre geschafft. Mhm. Aber das hat halt nicht jetzt diesen wissenschaftlichen Ansatz, weil es halt auch rein durch Zufall sein kann. Und aufgrund, das haben Sie ja auch im Buch, wie viele unterwegs sind. Es ist klar, dass statistisch gesehen auch ein paar das natürlich über einen längeren Zeitraum schaffen werden. Allerdings wechseln die ja dann auch wieder. Genau, und selbst bei dem berühmten Warren Buffett, vor dem ich den größten Respekt habe, also wirklich ein genialer Anleger und auch als Mensch, hochanständiger Mensch. Aber es gibt auf der Welt so viele Fondsmanager, so viele aktive Anleger, und das schließt eben nicht nur den klassischen Publikumsfondsmanager mit ein, sondern auch aktive Anleger wie Warren Buffett, die eine Finanzholding letztlich managt. Genau. Also wir reden hier von vielen hunderttausend Profis und dann nochmal wahrscheinlich Millionen von Privatanlegern, die mehr oder weniger regelmäßig anlegen. Das ist aufgrund allein dieser großen Zahl völlig absolut klar logisch, ist, also selbst wenn Anlegen wirklich ein 100%iges Glücksspiel wäre, müsste es solche Personen geben wie Warren Buffett mit dieser Performance. Und gerade der liebe Warren Buffett, dessen tolle Performance ist, also sozusagen sein Alpha, also die Outperformance relativ zu einer korrekt gewählten Benchmark, ist in den letzten 10 Jahren nicht mehr so toll gewesen, muss ich jetzt ein klein bisschen kritisch anmerken. Und schrumpft kontinuierlich. Also er sagt das ja selbst, wenn Sie 50 Jahre so lange, kann man bei ihm wirklich zurückrechnen, das ist ja phänomenal, also eine absolute Ausnahme, dann die tolle Leistung, die Warren Buffett gebracht hat, über die gesamten 50 Jahre, die zehrt in erster Linie von den ersten 30 Jahren. Und in den letzten 20 Jahren wird sein Vorsprung schmilzt immer weiter. Und er, je nachdem, wie man rechnet und untersucht, es gibt auch eine wissenschaftliche Studie dazu, gibt es überhaupt keinen Vorsprung mehr heute. Klar, aber das wird halt dann als Beweis herangetragen, wobei man auch sagen muss, ohne dass man jetzt seine Fähigkeiten oder so absprechen möchte ihm, dass er das auch dann wieder eine statistische Sache ist, dass es einen Warren Buffett geben muss unter Umständen, einfach aufgrund der Anzahl an Leute, die gestartet sind. Bei ihm jetzt speziell, ich glaube wirklich, da ist Skill, da ist Können dahinter. Allerdings nochmal, ob dieses Können heute noch oder sozusagen in den letzten 5 bis 10 Jahren noch relativ zu einer verstärkten Markteffizienz, Informationseffizienz hoch genug war, um in die Zukunft gerichtet zu sagen, ich investiere in Warren Buffett Aktien, Berkshire Hathaway Aktien, das möchte ich ein ganz klein bisschen in Zweifel ziehen. Wie viele Zuschriften bekommen Sie von Fondsgesellschaften? Sehr wenige. Da bin ich nicht sehr populär. Okay. Ihr werdet mich interessiert, ob da mal jemand irgendwie versucht, eine Gegendarstellung per E-Mail zu sagen, nein, bei uns ist es so und so. Ja, und also letzte Woche war ich bei einem Blog, so ein bisschen Konkurrenz von Ihnen, und habe ein Streitgespräch eine Stunde lang mit Max Otte, ne, das ist ein bekannter Fondsmanager, geführt. Das wird, glaube ich,
jetzt diese Tage dann online gehen. Im Internet, wenn Sie das irgendwie googeln wollen, YouTube-mäßig, werden Sie es finden. Da war ich überhaupt nicht populär. Also Max Otte und ich sind persönlich natürlich, haben wir überhaupt kein Problem. Natürlich, das ist ja aber, berufliche Ebene. Oder das, genau, aber ich sage mal, er sieht die Dinge sehr, sehr anders als ich. Klar, aber es ist natürlich auch aufgrund seiner eigenen Tätigkeit. Wobei ich ihn auch in dem Sinne gut finde, weil er halt auch klare Statements, er zeigt halt Kante zumindest. Mhm. Kann man dann gut oder schlecht finden, aber in jedem Fall ist es nicht weich, genau, ja, weich gewaschen, ja, aus meiner, ja, Sicht. Na prima. Und was würden Sie sagen, das hatte ich nämlich schon mal, das Argument auch auf Seminaren, dass jemand sagt, jetzt, sagen wir mal, einen größeren Betrag, ist immer relativ, aber, sag ich mal, im Verhältnis zu den allermeisten Anlegern schon einen größeren Betrag anlegt, der sagt, ja, Moment mal, ETFs sind ja nicht kostenfrei. Da fällt ja trotzdem eine, sagen wir mal, eine Kostenquote von 0,2, 0,3 an. Je nachdem, welche Märkte abgebildet werden, ist es ja sehr kompetitiv. Die Kosten fallen, aber sagen wir mal 0,3%. Hat der Anleger über sein ETF-Portfolio trotzdem an Kosten, dann ist es ja auch Geld. Weil das Geld wird dem Fondsvermögen entnommen, der merkt es zwar nicht, aber es ist auch Geld. Jetzt könnte der Anleger doch sagen, ich lege das lieber selber an, also ich, weil ich jetzt ein größeres Portfolio habe, sagen wir mal mehrere Millionen, ich kaufe die Aktien oder die Titel direkt selbst und spare mir ja die laufenden Kosten. Würden Sie sagen, ist auch nicht so sinnvoll, weil quasi der trotzdem mehr Fehler machen wird in der Auswahl und dadurch bringt dann nichts der Kostenvorteil, oder wie ist da Ihre Position dazu? Sie haben so ein Stichwort genannt, mehrere Millionen. Also wenn jemand, ich nehme mal an, das ist eher eine kleine Minderheit von Anlegern, die mehrere Millionen in Aktien anlegen können, als Beispiel, oder überhaupt in Wertpapieren. Aber unterstellen wir mal, wir haben so einen Fall, mehrere Millionen, also 2 Millionen, dann wäre es jedenfalls im Prinzip möglich, das zu tun mit, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Man könnte sich diese 0,3%, die Sie jetzt genannt haben, diese Kostenquote kann man allerdings noch unterschreiten. Und in den USA ist selbst für reine 100%ige Aktien-ETFs sind diese Kostenquoten deutlich niedriger. Und ja, da werden wir auch hinkommen. Aber heute wäre 0,25 zum Beispiel für ein global diversifizierten Aktien-ETF vermutlich eine realistische Zahl. Und die könnte sich natürlich so ein Anleger, der direkt anlegt, im Prinzip sparen. Korrekt. Aber wenn dieser Anleger das wirklich so machen wollte, wie ein, nehmen wir jetzt mal ein MSCI World ETF, okay, ne? Und es gibt eigentlich sogar noch bessere, also noch breiter diversifizierte ETFs, die auch Schwellenländer mit drin haben, was für den MSCI World nicht der Fall ist, und auch Small Caps. Aber nehmen wir jetzt mal den MSCI World, weil er sehr bekannt ist, 23 Länder, etwa 1600 Large Caps und Mid Caps Aktien stecken da drin. Wenn der Anleger, auch derjenige mit 2 Millionen, ein Portfolio wirklich anlegen wollte, so wie es etwa, das muss ja nicht genau gleich sein, aber wirklich über diese 23 Industrieländer hinweg diversifiziert ist und keine Klumpenrisiken enthält und auch im Zeitablauf dieses Exposure, also diese Art von Investment beibehalten will, nicht nur einmal die Aktien kauft und dann alles 20 Jahre so lässt, sondern und Rebalancing analog des Marktes. Also wenn da zum Beispiel Aktien rausfallen, weil die super, super klein werden, also einfach eine sehr schlechte Aktie, die jahrelang Minusrenditen bringt, die würde irgendwann mal nicht mehr im MSCI World drin sein. Genau. Und die müsste dieser Anleger ja, wenn er dieses Portfolio in etwa darstellen wollte, also große bis mittelgroße Aktien weltweit, müsste er rausnehmen und so weiter. Wenn er das täte, dann behaupte ich ganz klar, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass selbst dieser Anleger mit einem 2-Millionen-Portfolio dies nicht tun könnte zu den Kosten, die wir gerade genannt haben, 0,3% und 0,25%. Weil er Transaktionskosten hat zwar keine laufenden Kosten, aber halt erhebliche Transaktionskosten durch Rebalancing. Dann müssen Sie noch berücksichtigen, er sollte sich ja selber für diese Arbeit, die er hat, auch ein kalkulatorisches Gehalt bezahlen, auch wenn er selber der Eigentümer dieser... Er arbeitet ehrenamtlich. Okay, gut, wenn Sie so großzügige, heroische Annahmen machen. Viel extremer wird das noch, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn jemand nicht 2 Millionen anzulegen hat, wie die meisten von uns, dann wird dieses ganze Thema noch extremer. Mit anderen Worten, jemand, der nur 20.000 Euro anzulegen hat in Aktien, der kann das noch viel weniger. Absolut. Ja, weil ein großer Teil der Transaktionskosten sind Fixkosten, die eben nicht sinken, nur weil ich weniger Geld zu investieren habe. Die sind immer gleich groß. Also proportional
Entschuldigung, prozentual auf diese 20.000 Euro bezogen, wird es dann immer noch teurer. Ne? Genau, weil sie gecapped sind bei den Direktbanken. Ich meine, das ist früher anders oder ist ja, glaube ich, heute bei Großbanken teilweise immer noch so, dass es eben diesen Cap in dem Sinne nicht gibt. Dann ist es halt nicht so. Aber bei Direktbanken, wenn man jetzt 50, 60 Euro, ist ja die Deckelung, genau. Egal wie groß die Transaktionsgröße jetzt ist. Ja, als Beispiel genommen. Prima, lassen Sie uns gerne jetzt über einige medial kolportierte Risiken sprechen, weil im Zuge der zunehmenden Popularität von dem Anlagevehikel ETF, da mehren sich natürlich auch Kritikpunkte. Vielleicht können wir mal über die größten Kritikpunkte sprechen, die größten Risiken, die in Kritik dann transportiert werden und inwieweit die fundiert sind. Es gibt ja verschiedene Punkte. Wir können ja mit einem Argument, mit einem Risiko, mit einem Kritikpunkt starten. Das ist ja beispielsweise, dass es ja so ein Winner-Takes-It-All-Markt tendenziell ist von Seiten der Kapitalanlagegesellschaften. Das heißt, dass natürlich einer, BlackRock, sehr starke Marktdominanz hat. Und jetzt wird ja gesagt, dass zum Beispiel diese Dominanz, dass da dann darauf basierend gewisse Risiken entstehen können. Wie sehen Sie das? Wenn jetzt angenommen, das geht weiter, dass quasi BlackRock weiter zulegt, welche Risiken sehen Sie im Zusammenhang von der Konzentrierung auf ein oder zwei große Anbieter in Europa? Das, was, also da gibt es sogar ein Buch darüber, BlackRock, die unheimliche Macht und so weiter. Und wie Sie es gerade zusammengefasst haben, eine Menge Artikel mittlerweile, vor allem im Internet, die sich da kritisch mit auseinandersetzen. Das alles ist aus meiner Sicht, muss ich leider so pauschal sagen, kompletter Unsinn. Warum ist es Unsinn? Also zunächst mal ist es so, dass BlackRock ein Asset Manager ist und keine Bank. Die 5 oder 6 Billionen, deutsche Billionen, also 5.000 bis 6.000 Milliarden Anlagevolumen, die BlackRock verwaltet oder die in BlackRock ETFs und Indexfonds, also auch konventionelle Indexfonds, nicht nur ETFs, stecken weltweit, die gehören nicht BlackRock. Die stehen auch nicht in der BlackRock-Bilanz. Ja. Das muss man sich so ein bisschen plastisch vorstellen, wie eine Bank, die Schließfächer anbietet. Ne? Und jetzt nehmen wir mal an, Sie haben einen schönen, großen Goldbarren, 1 Kilogramm Goldbarren, den Sie zur Münchner Volksbank hier um die Ecke in ein Schließfach bringen, ne? weil sie nicht zu Hause in der Nachttischschublade aufbewahren wollen. Das ist Ihnen doch dann ein bisschen zu risikoreich. So, und Sie zahlen dann meinetwegen 20 Euro. Ich habe keine Ahnung, was die tatsächlichen Kosten sind. Es kommen mehr. Schließfächer München sind Mangelware. Okay, gut. Also es wird teurer, aber jetzt nehmen wir mal an 100 Euro im Monat. Ich weiß nicht, was die tatsächlichen Kosten sein würden. An die Münchner Bank als Schließfachgebühr und tun den Schließfach rein, sind happy und schlafen wieder schön. Ne? Dann geht die Münchner Bank unerwarteterweise den Bach runter, geht pleite. Die Münchner Volksbank, Entschuldigung. Und ich muss jetzt gleich wieder dazu sagen, jetzt habe ich sogar auch noch dummerweise eine richtige Bank genommen. Also bitte jetzt nicht. Könnte mehr jeder andere Name sein, ist ja, einfach ja. Fiktives die, Beispiel. Die Klein-Kleckersdorf Bank, sagen wir jetzt lieber. Nicht die Münchner Volksbank. Und Klein-Kleckersdorf Bank geht jetzt in Bach runter, pleite, also wirklich totale Pleite, Konkurs. Was geschieht mit Ihnen und Ihrem Goldbarren? Gar nichts, Herr Obersteller. Sie kriegen ein Briefchen wahrscheinlich vom Konkursverwalter oder von der BaFin, Deutsche Finanzaufsicht, und die sagen, also die nächsten 2 Tage dürfen Sie nicht an Ihr Schließfach ran, weil wir hier alles aussortieren müssen, aber dann dürfen Sie wieder kommen, dürfen den rausnehmen oder Sie dürfen ihn dort lassen. Der nächste Eigentümer der Bank, dieser Konkursmasse, wird das weiterführen. Also letztlich, der Konkurs, der Goldbarren wurde nur von der Klein-Kleckersdorf Bank verwaltet. Ja. Der gehört nicht der Klein-Kleckersdorf Bank, sondern Ihnen. Und wenn die Klein-Kleckersdorf Bank den Bach runtergeht, ändert sich nichts an ihren Eigentumsverhältnissen. Und genauso ist es mit den BlackRock-iShares ETFs. Genau. Wenn BlackRock den Bach runtergehen würde, hätten Sie immer noch das gleiche Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien und so weiter. Und das ist eben anders wie bei einem Bankkonto. So, ja. Das ist eine lange Antwort gewesen auf Ihre kurze Frage. Und sagen wir mal, die Marktmacht von BlackRock als der deutliche Marktführer bei ETFs ist auch lächerlich. Schauen Sie, nirgendwo, also wir haben sehr wenig Finanzdienstleistungen, bei denen die Kosten in den letzten 10, 15, sogar 20 Jahren, ETFs gibt es seit 24 Jahren, so kontinuierlich und so drastisch gefallen sind. Ja. Wo ist da Missbrauch von Marktmacht? Also BlackRock steht in sehr scharfer Konkurrenz mit
zwei anderen sehr, sehr großen Anbietern, nämlich Vanguard und State Street. Und dann gibt es noch mal mindestens 25 andere ETF-Anbieter in Europa oder in den USA oder in anderen Weltregionen, die klein sind, aber trotzdem natürlich bei so einer, in Anführungszeichen, Massenware wie ETFs sie sind. Ich meine das im positiven Sinne. Genau. Das sind hier ja keine, sagen wir mal, Flüge zum Mars, bei denen es nur einen Anbieter gibt oder nur einen Anbieter geben kann. Nein, das ist in dem Sinne eine Massenware und die Preise fallen ständig. Neue Konkurrenten kommen an den Markt. Also wo BlackRock hier den Markt missbrauchen sollte oder eine Monopolstellung missbrauchen sollte, ich kann es nicht sehen. Das ist mir ein Rätsel. Eine Rückfrage dazu, wenn BlackRock, also wenn ein Anleger in ETFs investiert, dann ist ja der Unterschied natürlich zum Direktinvestment jetzt bei Eigenkapital, bei Aktien, dass er ja kein Stimmrecht hat. Das delegiert er ja an die Fondsgesellschaft. Und wenn jetzt die Quoten beispielsweise beim deutschen Aktienindex der ETF-Anbieter, also die Anteile quasi, die von ETF-Anbietern gehalten werden bei deutschen Aktien im DAX, wenn die steigt, sehen Sie da ein Risiko, dass zum Beispiel ja BlackRock dann teilweise quasi Stimmrechte ausüben kann bei Unternehmen, die sich konkurrieren? Oder wie beurteilen Sie das? Weil diesen Punkt hatte ich auch schon mal. Da würde mich Ihre Meinung mal dazu interessieren, wie Sie diesen Punkt bezüglich der wachsenden Stimmmacht sehen. Also da hat es einen wissenschaftlichen Aufsatz gegeben in den USA oder vielleicht sogar zwei. Das hat diese Diskussion ausgelöst. Also die in extremen Fällen, und das sind wirklich jetzt von den rund 50.000 Aktien, die es weltweit gibt, davon circa 10.000, sagen wir mal so im regulären Trading-Bereich, reden wir hier von wenigen Dutzend vielleicht, wo der Anteil von BlackRock, weil die mehrere ETFs verwalten und die Kombination von kleinen Index, Nischenindex, Indizes und großen Indizes dann dazu führt, dass BlackRock die Stimmrechte für vielleicht 10-15% des stimmrechtsberechtigten Kapital ausübt. Also erstmal reden wir hier nicht von 50%, wir reden nicht mal von 25%, was in den meisten, bei den meisten Aktiengesellschaften erstmal... Als Sperrminorität auch überhaupt. Ja. Aber lassen Sie es 10% sein und von mir aus auch mal 15% bei einer von 10.000 Aktien. Aber es ist keineswegs aktienrechtliche Kontrolle. So, und Punkt 1, wie gesagt, das sind seltene Ausnahmen, relativ seltene Ausnahmen. Punkt 2, es ist keine vollständige Kontrolle. Ja, Punkt 3, es ist genau das Gleiche wie bei normalen Aktienfonds. Ne? Beliebig hohe Positionen, ein aktiv gemanagter Fonds kann beliebig hohe Positionen, gerade bei Mid-Caps und Small-Caps, kann das durchaus 10-15% mal überschreiten. Und davon gibt es tausende weiß ich jetzt nicht, aber viel, viel mehr als das bei BlackRock der Fall ist. Kein Mensch hat damit jemals ein Problem gehabt. Jetzt plötzlich bei BlackRock soll es ein Problem sein. Und BlackRock, letzter Punkt, und ich habe keinerlei wirtschaftliche Verbindung zu BlackRock. Es gibt keinen Grund dafür, dass ich außer Sachgründe BlackRock in irgendeiner Weise verteidigen möchte. Bin ich mit denen verwandelt. Ja. Aber BlackRock, da wo BlackRock die Stimmrechte für Fonds-Anteilseigner, also ETF-Anteilseigner, ausübt, wie das bei Publikumsfonds grundsätzlich auch aktiven der Fall ist. Also, eben, ja, delegiert der Anleger immer an den Fondsmanager. Geht auch gar nicht anders. Übt BlackRock diese Stimmrechte, das lässt sich auch zeigen, BlackRock, Vanguard und State Street, die drei größten ETF-Anbieter, genauso, sogar teilweise, soweit ich das beurteilen kann, in Anführungszeichen aggressiver aus als die meisten Fonds, die letztlich, also konventionelle Fonds, die nie zu den, die häufig oder sogar nie zu den jährlichen Hauptversammlungen gehen. Und wenn sie dann hingehen, genau, da gibt es ja nur Frankfurter Würstchen, das für einen Fondsmanager ist das nicht gut genug. Wenn sie dann hingehen, dann stimmen sie, also wirklich, es ist grotesk, in 99% der Fälle immer mit den Vorschlägen des Vorstandes, entlastenden Vorschlag, und dann ist die Kontrollfunktion auch genau, zero. Ja, also ich appelliere nur an die Hörer, mir E-Mails zu schicken mit den Fällen, in denen zum Beispiel in Deutschland ein Vorstand deswegen rausgeschmissen wurde. Mich bitte CC, wenn es geht. Ja, weil ein oder zwei Fonds letztlich das, also Publikumsfonds, das bewirkt hätten. Ich wüsste keinen solchen Fall. Interessant, einfach genau, weil man findet ja immer Punkte und
die halt vorgetragen werden, weil natürlich auch die Popularität auch einfach Marge weggezogen hat, denke ich. Ich meine, das ist natürlich dann einfach wirklich ein wirtschaftliches Interesse, zum Teil sicherlich. Also das war mal die Thema Konzentrierung der Macht. Dann gibt es ja noch andere Punkte, beispielsweise Risiken durch Wertpapierleihe oder durch ETFs, die über Swaps arbeiten und den Markt abbilden. Können wir da vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, was Ihre Meinung dazu ist? Sehr gerne. Also die zwei Punkte Wertpapierleihe und Swaps, das sind Risiken, die eher mit der Swap-Struktur, mit der rechtlichen ETF-Struktur zusammenhängen, weniger jetzt mit dem sozusagen Marktrisiken oder systemische Risiken. Wertpapierleihe, Punkt 1, es ist etwas, was alle Fonds machen dürfen. Also alle Publikumsfonds, alle Investmentfonds, es dürfen selbstverständlich auch Hedgefonds, Private Equity Fonds, Pensionsfonds, die weltweit ist sowieso der größte Fonds, das Fondssegment überhaupt, Sovereign Wealth Fonds, jeder darf Wertpapierleihe machen. Wissen Sie, woher das kommt, warum das... Wertpapierleihe ist so vor 30, 40 Jahren entstanden. Das ist so ein, aus meiner Sicht, einfach etwas, ein kleines Zusatzgeschäft. Also damit können Fonds, sagen wir mal jetzt zwischen 0,05% und 0,20% zusätzliche Rendite erwirtschaften. Das Ganze ist sehr risikoarm. Was hoch besichert ist? Die Leihsache, sozusagen die Aktie, die weggegeben wird für zum Beispiel 3 Monate, verliehen wird, die muss der Leihnehmer besichern, typischerweise zu 100% mit Cash. Ja. Ist reguliert. Ich sehe keinen grundsätzlichen Grund, warum ein Fonds das nicht machen sollte, um Zusatzeinnahmen, dafür ist er ja da, er soll Rendite generieren. Ist nicht da, nichts zu tun oder keine Rendite zu generieren. Und das ist sozusagen ein Seitenaspekt, ein Nebengeschäft, risikoarm und es muss klar offengelegt werden, das tun die Fonds auch, die es tun, alle dürfen es, ETFs sind da überhaupt kein Sonderfall und wer das nicht haben möchte, der müsste sich vermutlich dann die wenigen Fonds, die es weltweit gibt, aktiv oder passiv suchen. Also aktive gibt's, die das ja kategorisch ausschließen. Genau. Bei passiven weiß ich es gar nicht bei ETFs. Kann mir nicht vorstellen, aber da bin ich jetzt nicht sicher, ob es Indexfonds oder ETFs gibt, die das ausschließen. Es gibt eine Gruppe von Indexfonds, die es nicht rechtlich ausschließen, aber nie machen, weil es sich nicht lohnt. Die kann ich gleich noch nennen. Aber grundsätzlich kann ein Anleger, Sie haben es ja gerade angedeutet, selbstverständlich Fonds wählen, vermutlich nur aktive Fonds, die es nicht machen, wenn er das will. Dann geht ihm halt schlussendlich eine kleine Ertragsquelle, die zu der normalen Marktrendite des Fonds beiträgt, verloren. Welches sind die, da muss ich jetzt schon fast, da muss ich schmunzeln und lachen, weil hier ein bisschen Sarkasmus und Ironie zustande kommt. Welches sind die Indexfonds, die keine Wertpapierleihe machen? Das sind Swap-ETFs. Sehr gut. Wenn man das auch nicht will, dann... die machen es aber nicht deswegen nicht, weil sie es nicht wollen oder nicht dürfen. Sie dürfen es selbstverständlich und grundsätzlich würden sie es auch wollen, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Es ist regelmäßig deswegen nicht möglich, weil die Wertpapiere, die ein Swap-ETF tatsächlich hält im sogenannten Trägerportfolio, völlig unattraktiv sind für Wertpapierleihe. Und deswegen können Sie wirklich pauschal sagen, Swap-ETFs machen keine Wertpapierleihe. Da sind wir schon bei Swap-ETFs oder synthetischen ETFs, wie sie auch genannt werden. Die haben ein schlechtes Image. Kann ich verstehen zum Teil. Doch die Finanzkrise denke ich auch. Also da, weil die Pauschalisierung halt dann... Genau, ja. Also Punkt 1. Es gibt seit circa 15 Jahren Swap-ETFs, synthetische ETFs. Die wurden erfunden, weil sie vom Prinzip her niedrigere Betriebskosten haben können. Und das zählt insbesondere in Nischensegmenten, illiquiden Nischensegmenten des Wertpapiermarktes als konventionelle physisch replizierende ETFs, normale ETFs. Swap-ETFs, also nach meinem besten Wissen und Gewissen, hat noch nie jemand weltweit aus der Swap-Struktur, aus der rechtlichen Swap-Struktur in einem Swap-ETF Geld verloren. Auch nicht während der Finanzkrise. Erster Stresstest. Ja, auch nicht während der Dotcom-Krise übrigens. Also der allererste große Stresstest war das und der zweite große dann die Finanzkrise ab etwa 2008. Swap-ETFs haben weltweit einen Marktanteil von
bitte schlagen Sie mich tot, wenn es falsch ist, 5% etwa. Das dürfte auch fallen, glaube ich, oder? Weil die Nachfrage weg davon geht ein Stück weit. Ne? Genau, weil sie so ein schlechtes Image haben, zum Teil, muss ich sagen, mit unfairer Kritik auch, aber ich bin gar nicht so der große Fan von Swap-ETFs. Ja. Ich habe keine eigenen Investments in Swap-ETFs und wir für unsere Mandanten machen auch keine Swap-Investments in Swap-ETFs, weil nicht deswegen, weil es Teufelszeug ist, sondern weil es physisch replizierende ETFs gibt, die im Prinzip das gleiche, die gleichen Kostenquoten haben und ein minimal niedrigeres Risiko haben. Also diese Swap-Struktur hat ein kleines Risiko. Genau. Das sollte nur derjenige nehmen oder akzeptieren, der überzeugt davon ist, dass sein ETF, dieser ETF, mindestens, also aus meiner Sicht, so 0,15 bis 0,25% geringere laufende Kosten hat. Also wenn man mir zeigen kann, hier zwei völlig identische ETFs, einer ein Swap-ETF und ein physisch replizierender ETF, normaler ETF, und der Swap-ETF, und sie sind wirklich sonst gleich, ne, hat sagen wir mal 0,2% geringere Kosten, sogenannte laufende Kosten oder Total Expense Ratio, dann könnte ich in Versuchung kommen, für einen Teilbereich meines Portfolios einen Swap-ETF zu nehmen. Okay, nee, das zum Thema Swap-ETFs. Eine Sache noch generell zur Struktur. Also ein ETF ist ja ein normaler Investmentfonds. Aber wenn jetzt ein Anleger sagt, der, sagen wir mal, eher in Immobilien unterwegs war, da versteht er das, da kauft das, da steht er im Grundbuch drin, dann kann ich es anschauen, alles klar. Aber beim ETF, also jemand, der eben jetzt nicht so mit Online-Depots, Wertpapieren zu tun hat, ich kaufe das, aber angenommen, oder gab es irgendeinen Fall mal, dass zum Beispiel das Vermögen eines Investmentfonds, was separat natürlich der Fondsgesellschaft ist, deswegen ist es das Sondervermögen, aber gab es da irgendeinen Fall mal, dass da das trotzdem veruntreut wurde, weil zum Beispiel irgendwie, sag ich mal, die das auditieren sollen, unter einer Decke gesteckt haben? Oder kennen Sie irgendeinen Fall, wo quasi es hier mal zu einem Verlust von Anlegergeldern kam bei einem Publikumsfonds? Es gab vor 10 Jahren mal, vor allem in den angelsächsischen Ländern, so einen Investmentfonds-Skandal. Das war damals aber nicht, Deutschland war damals nicht betroffen. Das war damals recht stark in den Medien. Selbst in diesem Skandal, wo es letztlich um Absprachen gab, ging und also was Fondsgebühren anbelangte und irgendwelche Gespräche zwischen Aktiengesellschaften und den Fondsmanagern und so weiter. Was anderes kann ich mich nicht erinnern. Das war mal so ein Skandal. Da entstand auch kein Anlegerschaden, außer vielleicht schlechte Renditen, nicht aber das Geld war nicht weg. Genau, nicht das, was Sie meinen. Sie haben das Stichwort schon genannt, Sondervermögen, also letztlich, wenn die Fondsgesellschaft, die KVG, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, BlackRock ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei iShares, für iShares-Produkte, aber auch DWS für jetzt das Deutsche Banktochter. Muss man auch noch andere nennen? Genau, für der größte Vermögensverwalter für aktiv gemanagte Fonds in Deutschland, Investmentfonds, pleite geht, Sie haben es ja erwähnt, kann da eigentlich für den Anleger nichts passieren. Mir ist auch wirklich nicht bekannt, dass es irgendwann mal zu solchen Schäden, die aus Anlagebetrug oder so ähnlichen Dingen bei einem Investmentfonds gekommen ist. Investmentfonds, der Terminus Technicus heißt UCITS-Fonds oder UGAF-Fonds. Das ist so, steht immer dort auch, genau. Dieses UKITS, genau. Oder manche sagen, was ist das? UCITS, also das ist eine Art von Fonds, das sind eben, die müssen abzugrenzen von Hedgefonds, geschlossenen Fonds und so weiter oder sogenannten Spezialfonds, die nicht für den Vertrieb an Privatanleger zugelassen sind. Genau. Und diese UCITS-Fonds, also das, was wir im Allgemeinen einfach nur als Investmentfonds bezeichnen, einschließlich ETFs sind auch UCITS-Fonds, sind die am schärfsten regulierten Typen von Fonds, von kollektiven Investmentvehikeln. Wegen der Zielgruppe letztlich. Zielgruppe, genau, weil sie die einzigen sind, die sozusagen unbegrenzt und unbeschränkt an Privatanleger vertrieben werden dürfen, und die anderen Fondskategorien, die ich jetzt verschiedentlich genannt habe, dürfen das eben nicht. Ja, wo nur sophistiziertere Anleger überhaupt den Zugang erst zum Investment haben, deswegen muss ja weniger reguliert sein. Oder? Genau, und bei vielen anderen Produkten, zum Beispiel geschlossenen Fonds, die in Deutschland besonders populär waren, auch Steuersparfonds, genau, Steuersparmodelle, Steuersparfonds, Flugzeugleasing, Schiffs-, Container, Medien. Aber es klingt doch gut. Ja, toll. Mir gehört
anteilig eine genau. A380 ja. wird. Richtig. Und ich, oder hier Einkaufszentrum in Dresden und so weiter. Da hat es solche Fälle schon sehr häufig gegeben. Ja, bei Direktanlagen, Immobilien kommt sowas laufend vor. Denken Sie nur noch an unsere Freunde Jonas Schäfer und Köller. SK. Ne? Genau, also S&K, riesiger Anlagebetrug, ich glaube 250 Unglaublich, Millionen. Dass die Geld bekommen. Da ja. muss man wirklich sagen, wenn ich so, wo ich mir denke, da muss ich gar nichts wissen, das sagt mir mein Bauchgefühl. Ja. Also, aber trotzdem funktioniert, weil halt nur die Rendite einfach dann im Fokus steht. Und gerade bei Immobilien, also ich will jetzt nicht Immobilien schlecht reden, gerade bei Immobilien kann es so sein, also selbst wenn ich mir jetzt einfach nur eine Eigentumswohnung zur Vermietung kaufe, dass irgendwo in der Vertragsdokumentation Mietvertrag, Vertrag mit dem Bauträger, Kaufvertrag und so weiter aus vielleicht Versehen, aber manchmal auch aus schlechter Due Diligence, Risikoprüfung oder weil der Verkäufer, der mir das Ding verkauft, ein bisschen ein Schlitzohr ist und ich vielleicht nicht so schlau bin oder nicht so bewandert bin auf dem Gebiet, dass da die Vertragsdokumentation Risiken enthält, die ich gar nicht haben wollte, die mir gar nicht bewusst sind. Das kommt im Immobilienbereich leider sehr häufig. Weil die Standardisierung da halt viel geringer ist. Ich meine, bei dem anderen ist es total reguliert. Ja. Quasi homogenisiert. Ja. Beim anderen, wenn ich halt wenig Geldbildung habe oder wenig weiß und der Vertragspartner einfach einen Informationsvorteil hat, dann kann er mich letztlich über einen Vertrag benachteiligen. Ja. Und wenn Sie sozusagen sich diese Sorge ersparen wollen, dann, also jetzt mal von allen anderen Gesichtspunkten abgesehen, dann würde ich raten, in USITS-Fonds, Investmentfonds, ob aktiv gemanagt oder ETFs passiv zu kaufen, statt zum Beispiel die rechtlich viel komplexere Thematik eines Direktinvestments in eine Immobilie einzugehen. Da stecken solche Risiken zum Teil. Ein letzter Punkt noch bei dem Segment Risiken. Teilweise wird ja dann gesagt, dass quasi je nach Marktphase, in turbulenten Marktphasen zum Beispiel ein hohes Delta zwischen dem Net Asset Value und letztlich den Börsenpreis geben kann, weil der ETF ja an der Börse notiert ist, sich da ein eigener Preis ergibt. Wie sehen Sie das, wenn quasi jemand sagt, Moment mal, es kann sein, dass der Anleger zu viel bezahlt, weil zum Beispiel der Börsenpreis sich an diesem Tag wegen einer bestimmten Situation stark entfernt hat vom Net Asset Value und dann das von Anleger nachteilig ist. Wie sehen Sie diese immensen Differenz gibt zwischen den zwei Sachen? Also es ist auch ein Thema, das im Kontext von ETFs in den letzten 2-3 Jahren sehr häufig diskutiert wurde. Dazu gibt es auch eine Menge wissenschaftlicher Untersuchungen. Das ist ein bisschen komplexeres Thema. Im Endeffekt ist es so, ETFs sind eine Verpackung für die zugrunde liegenden Assets. Ob das Aktien sind, Anleihen sind, Rohstoffkaufverträge, könnte auch Gold sein. Und manche dieser Assets, nehmen wir jetzt mal Hochzinsanleihen. Genau. Das ist generell einfach ein sehr illiquides Marktsegment. Illiquide bedeutet, die zugrunde liegenden Wertpapiere, also diese Hochzinsanleihen, Junkbonds, Mittelstandsanleihen in Deutschland. Sag mal Mittelstandsanleihen. Genau, klingt einfach so schön viel besser. Die werden erstaunlich selten gehandelt, getradet. Ne? Ja. Also wenn die Firma Klein-Kleckersdorf GmbH die irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern bedruckte T-Shirts herstellt, ein Junkbond emittiert mit 10% Rendite, ist ja toll. Ne? Für Bundesanleihe gibt es null oder weniger, oder sogar negativ. Und das Volumen dieser Anleihe ist, sagen wir mal, nur 5 Millionen. Ne? Und ich kaufe mir sowas, dann kann es sein, dass tagelang oder sogar wochenlang niemand sonst in Deutschland diese Anleihe tradet, kauft und verkauft. Ne? Genau. Ja, neben mir gibt es da vielleicht nur noch 20 andere Leute, die überhaupt Anteile an dieser Anleihe besitzen. Die warten vielleicht auf die Endfälligkeit einfach. Genau. Und jetzt könnte so eine Anleihe natürlich in einem Junkbond-ETF enden, ne? weil sie Teil des Index ist. Also da gibt es einen Index, der heißt Deutsche Mittelstands-Junkbonds sonst was Index. Und natürlich gibt es dann, oder nicht natürlich, aber vielleicht gibt es dann auch ein ETF, das sich auf diesen Referenzindex bezieht. Und jetzt
ist es wichtig, sich vorzustellen, okay, ich kann die Anleihe direkt kaufen von der Klein-Kleckersdorf GmbH mit den 15 anderen Anteilseignern, die ich nicht kenne natürlich, oder ich kann einen ETF kaufen, der einer von diesen 15 ist. Genau. In dem ETF stecken vielleicht dann, keine Ahnung, 200.000 von den 15 Millionen Emissionsvolumen drin oder sowas. Oder 5 Millionen, hatte ich vorhin gesagt. Und jetzt kommt der Marktcrash, ne? Also einfach eine saumäßig schlechte Börsenphase. Was dann geschieht, also diese Junkbond-Anleihe wird dann wahrscheinlich noch seltener getradet, weil alle sagen, oh Gott im Himmel, was ist los, ich bin so nervös. Und alle wollen verkaufen, diese Anleihe, ja. Aber die potenziell kaufen würden, die sagen, um Gottes Willen, jetzt in diesem Moment würde ich diese Anleihe nicht kaufen. Ja. Ich schaue erstmal, dass der Markt sich wieder beruhigt. Und der letzte Trade war vor 3 Wochen, zu 100, sagen wir mal jetzt. So, aber ich habe den ETF und Sie haben die Anleihe direkt gekauft. Wir finden keine Käufer mehr. Aber der Net Asset Value, weil vor 3 Wochen der letzte Trade zu 100 stattgefunden hat, ist immer noch 100. Aber selbst zu 80 finden wir niemanden, der die Anleihe kaufen möchte. Und das ist für die ETF, für den ETF und für die Anleihe grundsätzlich das Gleiche. Das heißt der ETF leidet genauso wie die Anleihe. Und jetzt zu sagen, der ETF ist schuld an dieser Geschichte. Ne? Er ist halt nicht konkurrent, weil es einfach sich das Risiko halt des Assets, das man investiert, überträgt auf den ETF. Genau, also der ETF ist die Verpackung. Und wenn der Inhalt illiquide ist und solche Dinge passieren bei diesen illiquiden Wertpapieren, dann kann die Verpackung in einer schlechten Marktphase nicht liquide sein oder sich besser verhalten und dieses Risiko sozusagen eliminieren. Meisten Menschen schauen halt nur auf den ETF und nicht auf die Direktanlage und haben ein Problem damit. Und das ist so ein bisschen die unfaire Geschichte an dieser Sache. Also für die Hörer nur als Information, wenn ihr was hört, dass dann der Hund vom Herrn komme, aber das macht ja nichts. Genau, ja, der kleine Hund, Shiva heißt sie, funkt uns hier ständig dazwischen. Entschuldigung. Genau, also das freut mich, dass Sie das auch so sehen, weil so sage ich das nämlich auch immer, das ist ja nicht schlüssig, weil es eben nur die Verpackung ist, wie Sie gesagt haben, und sich das dann überträgt. Nee, ich denke, jetzt haben wir über die Punkte, über die Risiken gesprochen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, ich sag mal Ende 2017 und auch dann, wenn es veröffentlicht wird, sind die Märkte rückblickend die letzten Jahre jetzt erstmal gut gelaufen. Und viele Finanzexperten, sage ich jetzt einfach mal, oder Leute, die im Finanzbereich arbeiten, da kommt ja dann oft quasi auch das Thema Absicherungsstrategien, weil man sagt, man muss sich jetzt absichern. Gibt es ja verschiedenste Varianten. Wie stehen Sie generell dazu? Weil das ja auch dann wie ein Trading ist, beziehungsweise das ist ja auch ein aktiver Eingriff dann so gesehen. Also wie stehen Sie zum Thema Absicherungsstrategien? Damit meine ich jetzt Absicherung der Wertentwicklung vom Underlying, vom Basiswert, also nicht die Währungsabsicherung. Wie sehen Sie das Thema? Also kein Anleger, glaube ich, auf der Welt freut sich über Verluste, auch nicht über Buchverluste im Portfolio, also negative Volatilität, Kursrückgänge bei Aktien zum Beispiel. Wir alle hassen das, glaube ich, kann man sogar sagen, und würden es gern vermeiden. Da liegt es natürlich nahe, dass man mit irgendwelchen Absicherungsstrategien, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Genau. Bekannte sind Stop-Loss-Orders, aber man könnte auch Put-Optionen kaufen. Genau. Gibt noch viele andere. Quasi nach unten so einen Boden einzieht in sein Portfolio, unter den der Wert des Portfolios nicht fallen kann. Ich sehe das, aus meiner Sicht ist das keine sinnvolle Geschichte für Privatanleger oder für die allermeisten Privatanleger, und wir machen es auch nicht in unseren Mandantenportfolios aus einer Reihe von Gründen. Also Punkt 1, erstmal Absicherungsstrategien kosten fast immer Geld. Eine Stop-Loss-Order bei einem Online-Broker in Auftrag zu geben, kostet Geld, ist nicht umsonst. Und eine Put-Option zu kaufen, kostet Geld. Ne? Also das ist so eine Versicherungsprämie, die ich kaufen muss. Und wenn dann der Absturz nicht kommt, habe ich bezahlt sozusagen umsonst meine Versicherung oder eine nutzlose Versicherung gekauft. Absicherungsstrategien kosten Geld. Sind jetzt nicht so teuer immer, aber kosten Geld. Das Zweite ist dann,
Egal wie Sie jetzt, welche Strategie Sie genutzt haben, nehmen wir mal die Stop-Loss-Order, die können sich die meisten Menschen gut vorstellen. Heute steht der Kurs bei 100, Sie setzen eine Stop-Loss-Order zu 90, weil Sie nicht mehr als 10% verlieren wollen. Und dann in, sagen wir mal, jetzt einem von 10 Fällen kommt auch während der Laufzeit der Stop-Loss-Order ein Verlust von 10%. In den 9 anderen Fällen haben Sie Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und die Kurse gehen tatsächlich runter, nicht nur auf 90, sondern sagen wir mal jetzt auf 88. Bei 90 greift Ihre Stop-Loss-Order und Sie sind happy. Nur wann wieder kaufen? Genau, dann das ist der Knackpunkt. Irgendwann mal, so war es zumindest in den letzten 250 Jahren, erholen sich die Kurse wieder. Jedenfalls für diejenigen, die global diversifiziert investieren und nicht in Einzelwerte. Stehen Sie vor der Frage, also nach viel hin und her, rauf und runter und so weiter, ist der Kurs Ihres Underlyings wieder bei 90. Na, er war zwischenzeitlich mal bei 70, dann ging es lange horizontal, also seitwärts und rauf und runter und bla bla bla. Jetzt sind wir bei 90. Was machen Sie jetzt, Herr Obersteller? Ja, genau, das ist, also ich sehe es genauso. Das ist ja das Problem einfach, dass man nicht weiß, es geht runter, man wird ausgestoppt und dann wann soll man wieder kaufen? Genau. Also angenommen, Sie kaufen wieder bei 90. Habe ich ja nichts gewonnen, habe ich nur Transaktionskosten bezahlt also und etwaige Dividenden oder je nachdem, was es für ein Papier ist, oder Zinsen nicht erhalten. Genau. Also Sie stehen nach Kosten und eventuell geht Ihnen sogar eine Dividende verloren, aber je nachdem, auf alle Fälle ein Tick schlechter als derjenige, der nichts gemacht hat. Klar, Sie hatten in der Zwischenzeit kein Risiko, aber Sie haben sich trotzdem die ganze Zeit Gedanken machen müssen, wann steige ich wieder ein. Und in der Realität ist es sogar noch schlimmer. Die meisten steigen dann eben, dazu gibt es auch eine Menge Studien, nicht wieder bei 90 ein, sondern weil gerade eben haben wir 3 Monate furchtbar schlimme Aktienperformance hinter uns gehabt und die alle Welt, die Bild-Zeitung eingeschlossen und Börse Online, Focus Money und so weiter reden, um Gottes Willen, die Welt geht unter, Draghi macht wieder Mist und weiß der Kuckuck. Da traut sich kaum ein Anleger dann, wenn er diese negativen Informationen hat. Erst muss sich der Markt wieder beruhigen und typischerweise was passiert und dazu gibt es eine Menge wissenschaftliche Studien unter dem Stichwort Performance Chasing, das ist so ein bisschen der Slang-Ausdruck dazu, also Rückspiegel investieren. Die meisten steigen dann eben nicht bei 90 wieder ein, sondern bei 95 oder 100, 105 und gegenüber einem Buy-and-Hold-Anleger, der die ganze Zeit nichts gemacht haben, verlieren sie dann, weil das Delta zwischen 90, wo sie ausgestiegen sind, und jetzt sagen wir mal 100, wo sie wieder einsteigen, das ist ein Verlust, ein geringerer Gewinn, der gegenüber dem Buy-and-Hold-Anleger. Vor allem müsste man das ja auf eine Anlegerkarriere, sagen wir mal, jemand ist 40 und kann noch 30 Jahre oder sagen wir mal 30 Jahre wieder noch anlegen, dann müsste er das ja konsistent wiederholen. Also, dass er dann immer den Stop-Loss wieder richtig setzt. Erstmal die Frage auch 10% minus 15%, also wo lege ich es fest? Wann kaufe ich wieder? Das sehe ich nämlich auch so, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Anleger dann unterm Strich schlechter liegen. Vielleicht mag es einmal gelingen. Es kann ja einmal sein, man verkauft und kauft dann unten wieder. Aber das musste ich ja dann über ganz viele Zeitpunkte wiederholen. Genau. Also plus den psychischen Stress und also überhaupt den Stress, sich damit zu beschäftigen. Und wie Sie sagen, mit den Studien, dass die Wahrscheinlichkeit dann eher ist, dass man nicht einsteigt und dann zum höheren Kurs kauft. Also, dass es einmal geklappt hat, ist vollkommen irrelevant. Ne? Es gibt Kettenraucher, die seit 50 Jahren, also die 96 Jahre alt sind, Opa Schulze, jeden Tag 2 Whisky trinkt und Kette raucht, 2 Päckchen Reval, in 96 und kerngesund ist. Beweist, dass das Rauchen gesund ist oder nicht schadet? Quatsch. Genau. Also ich meine, es gibt zu allem selbstverständlich und insbesondere zu Dingen, die viel mit Glück zu tun haben, Ausreißer und Ausnahmen und seltene Fälle. Und die Existenz dieser Ausreißer, Ausnahmen und seltenen Fälle beweist für sich überhaupt nichts. Kein kausaler Zusammenhang letztlich. Es beweist nur, dass es wahrscheinlich Glück war. Genau, eben. Ja. Ja. Okay, fand ich jetzt spannend, weil ich sehe es auch so. Es klingt halt im ersten Schritt intuitiver, wenn man halt sagt, ich bezahle einen Experten oder egal in welcher Form, der mir dann hilft, dass das abgesichert wird. Das klingt halt erstmal irgendwie, also es klingt halt nicht schlecht. Das entspricht in so unserer Intuition, unserem Bauchgefühl. Also wir alle wollen kein Risiko und denken,
es muss doch eine Möglichkeit geben, Risiken zu vermindern, zu vermeiden und so weiter. Letztlich gibt es die auch, aber diese Vermeidungsstrategien sind eben nicht kostenlos. Im Kapitalmarkt und auch im Leben im Allgemeinen gibt es wenig Situationen, in denen ich sozusagen einen Nutzen, einen Vorteil, eine Upside, nämlich hier ist der Nutzen weniger Risiko, haben kann, ohne gleichzeitig einen Nachteil zu haben. Ja. Also entweder dafür bezahlen zu müssen für diese Versicherung oder eben zum Beispiel eine Upside nicht mehr zu haben. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Und da sind unsere Freunde von der aktiven Fondsbranche sehr gut drin. Tolle Versprechungen, ne? Sozusagen Upside ohne Downside. Genau. In jedem Markt Geld verdienen. Genau, das habe ich letztens auf einem Vortrag mal gehört, wo der Referent gesagt hat, dass sie immer Geld verdienen. Egal, ob es rauf geht oder runter, seitwärts, sie verdienen immer Geld. Warum musste dieser Herr Schulze oder Schmidt oder Meier oder Hänschen Klein noch den Vortrag halten? Der könnte ja schon längst vielfacher Multimillionär sein. Der bräuchte keine mühseligen Vorträge halten, vermutlich sogar nur noch gegen Reisekostenerstattung, wenn er so schlau ist, dass er in jedem Markt Geld verdient. Ne? Ist, ja, also für viele klingt es natürlich interessant, aber da muss man halt dann auch sagen, was sind die Grenzen des Realistischen letztlich? Was kann man machen oder was wissen wir und was wissen wir halt nicht oder was können wir nicht umsetzen? Deswegen fand ich jetzt Ihre Ausführungen dazu sehr, sehr interessant zum Thema Absicherungsstrategien. Und wie beurteilen Sie das, wenn jetzt jemand auf die Chart schaut? Ist ja fast egal, bei welchem Markt, Aktienmarkt, dann sind die ja nach oben gegangen, sage ich mal, in den letzten Jahren, jetzt Zeitpunkt Ende 2017. Was würden Sie zu jemandem sagen, der jetzt sagt, das kann doch nicht immer so weitergehen? In der Vergangenheit mag das so gewesen sein, dass Buy and Hold gut war, über lange Zeiträume, aber wir sind doch jetzt eigentlich von unserer Wachstumsgesellschaft ein Stück weit am Ende. Wie würden Sie jemanden überzeugen oder wie würden Sie die Ausführungen platzieren, dass aus Ihrer Sicht es trotzdem so ist, dass wenn man jetzt 10, 20, 30 Jahre Zeit hat, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass man, wenn man heute kauft, auch dann bei dem breit diversifizierten Portfolio wieder im Plus ist? Also was sind so die Ausführungen, dass man davon ausgeht, dass der Markt weiter wächst letztlich? Also Stichwort Wachstumsgesellschaft und so weiter. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, dass die Weltwirtschaft und ich investiere sozusagen nur global diversifiziert und die Mittel unserer Mandanten nur global diversifiziert im Aktienbereich und auch im Anleihenbereich diversifizieren wir international, dass die Weltwirtschaft einschließlich selbstverständlich aller Schwellenländer und Dritte Weltländer, aber auch Länder wie USA und Deutschland in den nächsten 100 Jahren nicht grundsätzlich in ähnlicher Weise wächst wie in den letzten 250 Jahren, seit die moderne Marktwirtschaft, der moderne Kapitalismus mit der industriellen Revolution in der Form, wie wir es heute haben, letztlich begonnen hat. Wir hatten in der Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren, viel, viel größere und schlimmere Krisen, als wir sie in den letzten 20, 30 Jahren haben werden. Und ich glaube auch, als wir sie in den nächsten 20, 30 Jahren haben werden. Ich nenne nur die Weltwirtschaftskrise. Dagegen war, also 1929 bis 37, dagegen war also die letzte Finanzkrise ein laues Sommergewitter. Und ich muss sagen, also Leute, die diesen Unterschied nicht sehen, die haben so ein bisschen eine steile Lernkurve noch in Wirtschaftsgeschichte aus meiner Sicht. Aber es sind nicht wenige, ist mein Eindruck. Genau. Und denken Sie an die zwei Weltkriege mit also unermesslich viel, viel schlimmeren menschlichem Leid und natürlich auch wirtschaftlichen Schäden. Also Deutschland wurde ja da in Anführungszeichen viele, viele Großstädte jedenfalls quasi in die Steinzeit zurückgebombt. Hoffentlich geschieht sowas nie mehr wieder. Also die Aktienrenditen über die letzten 100 Jahre, 120 Jahre, da haben wir sehr gute Zahlen für, sehr gutes Datenmaterial, so meine ich, für 25 Länder annähernd. Diese Aktienrenditen, real, sagen wir mal so 5,5% für den Weltaktienmarkt, die sind entstanden trotz dieser ganzen katastrophalen Krisen. Ja. Oder mit diesen und trotz dieser katastrophalen Krisen. Und jetzt frage ich Sie, Herr Obersteller, also können Sie sich vorstellen, dass wir in den nächsten 30 Jahren
wieder Weltkriege haben, wieder Weltwirtschaftskrisen wie 1929, 37. Ich persönlich nicht. Und ich nochmal, 1929 bis 37 gab es keine sozialen Netze, null. Ja. Deutschland war das einzige Land weltweit, das eine überhaupt nur eine gesetzliche Rentenversicherung hatte. Es gab keine gesetzliche Krankenversicherung, es gab keine Arbeitslosenversicherung in keinem Land. Und das absolute Wohlstandsniveau war ein Fünftel von heute in Bezug auf den Durchschnitt letztlich dieser westlichen Länder und so weiter. Also die Menschen waren von vornherein 80% ärmer, ja, ohne soziale Netze. Und dann crasht die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, viel, viel stärker, als das in den letzten 15 Jahren der Fall war, mit 40% Arbeitslosigkeit. Und nochmal, diese Aktienrenditen, die wir hatten, die sind in und während dieser Zeit, über diese Zeit hinweg entstanden. Und ich glaube, also wir werden auch in Zukunft Krisen haben, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Weltwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren grundsätzlich schlechter läuft, ja, als das sozusagen im Durchschnitt der letzten 100 Jahre der Fall war. Das gibt mir unheimliches Zutrauen. Wir glauben immer, unsere Zeit ist die schlimmste und die schlechteste. Weil es hat jede Zeit geglaubt. Genau. Das ist immer schlechteste, ja, und vorher war alles, ja, besser. Ja, ja, und ich denke vor allem, es hängt ja damit zusammen letztlich, dass das Streben nach Verbesserung, Unternehmergeist, Innovation, das Streben nach dem, Dinge effizienter zu machen, das steckt ja im Menschen auch drin. Und dieser Unternehmergeist, das wird ja weiter sein, mhm, und deswegen wird es weiter in den Menschen angelegt sein. Das ist meine Meinung, dass quasi nach Verbesserung gestrebt wird, nach Dingen, die das Leben einfacher machen und dadurch ja auch dann Wachstum entsteht, beziehungsweise ja, sich das reflektiert an den Aktienmarktrenditen als Konsequenz auch. Genau, ja. Also ich habe mal, und mancher Hörer wird es vielleicht kennen, also der Präsident des amerikanischen Patentamtes. Patentämter sind ja die Institutionen, in denen Innovationen und Erfindungen und so weiter also rechtlich registriert werden, und die haben sozusagen den Puls, den Hand am Puls der Innovation und des Fortschrittes. Der Präsident des amerikanischen Patentamtes hat Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor ungefähr 100 Jahren, mal gesagt, der arme Kerl, heute lachen ihn alle aus, alle wesentlichen Erfindungen sind schon erfolgt. Genau. Also wir können darüber nur lachen. Und genauso müsste man denjenigen auslachen, der eine solche Aussage heute trifft, also der sagen würde, sozusagen Erfindungen, die die Menschheit weiterbringen, also wohlhabender machen und unser Leben besser machen, die Lebenserwartung erhöhen, die sind alle schon gemacht, gibt's nicht mehr. Also man kann, wir können uns nichts Neues mehr ausdenken, was sozusagen Gewinne erzeugt oder erhöht. Lächerlich. Also der Fortschritt wird weitergehen. Ja. Er wird vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit stattfinden wie in den sozusagen innovativsten Zeiten, die vermutlich so von 1850 bis 1950 waren. Aber er wird weitergehen, und insbesondere die vielen, vielen 100 Millionen Menschen und neuen Gehirne, die in den Schwellenländern da sind und ausgebildet werden, die werden zu diesem Fortschritt beitragen. Ja. Eben, und das ist die Grundlage dann auch für die Buy-and-Hold-Strategie, beziehungsweise davon, dass wir ausgehen, dass auch langfristig über einen langen Zeitraum bei einem breiten Portfolio die Renditen positiv sind, letztlich. Prima, jetzt sind wir von der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht können wir noch eine Sache zum Thema Immobilien, weil Sie ja da auch Bücher geschrieben haben. Vielleicht generell die Betrachtung Eigenheim mieten oder kaufen. Was sind so ein paar Variablen, wo Sie sagen, wenn jemand das betrachtet oder den Vergleich macht, mieten oder kaufen, wo die Entscheidung dann vielleicht oft zum Thema Kaufen eher kommt, vielleicht ein paar Variablen, die da nicht betrachtet werden, also die nicht in der Rechnung mit aufgenommen werden. Gerne, ja. Also letzten Endes ist es so, wenn man sich die letzten 45 Jahre anschaut, so ab 1970, das habe ich mal gemacht in dem einen Buch, dann war Mieten, das wird viele Hörer erstaunen, vorausgesetzt, man rechnet korrekt, erstaunlich häufig in den meisten Zeitfenstern und Szenarien rentabler als kaufen. Und das ist auch in anderen Ländern, insbesondere in den USA, da kenne ich eine Menge Studien, so gewesen. Diese Kaufen- oder Mietenvergleiche, die sind nicht ganz einfach anzustellen, schließen aber nicht ein, sogar nicht mal ein. Darauf, glaube ich, hatten Sie angespielt. Viele Dinge, die, also viele Vorteile oder eine Reihe von Vorteilen, die Mieter haben, sozusagen on top. Ja. Wenn
Sie leben in München, wenn Ihnen morgen irgendein Internet-Business oder Medien-Business sagt, Herr Obersteller, wir möchten Sie unbedingt für unser Internet-TV-Medium haben und zahlen Ihnen dafür Jahresgehalt 500.000 Euro. Dann werden Sie, Sie müssen allerdings dazu nach Berlin ziehen. Da ist unser Head Office, unser Studio und so weiter. Und Sie haben aber gerade eben eine tolle Eigentumswohnung in Nymphenburg hier in München gekauft für meinetwegen 1 Million. Da kann, realistisch, das, ja. Kann das schon so in die Größenordnung gehen und haben einen Kredit aufgenommen für 900.000. Und das war also ja. Vor 4 Monaten. Ne? Jetzt stellen Sie sich die Frage, soll ich nach Berlin gehen? Soll ich dieses tolle Joboffer annehmen? Ich könnte mein Gehalt, ich weiß, das ist derzeit natürlich auch sehr hoch, ne? Aber Freiheit ist das Wichtigste. Lebenszeit ist, habe ich auch eine Podcast-Folge, Lebenszeit ist das wichtigste Asset. Genau. Also Sie könnten es auf alle Fälle erhöhen. Also das neue Gehalt wäre 500.000. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzige Einkommen ist. Aber nehmen wir mal an, es ist deutlich niedriger als die 500.000. Sie könnten es deutlich erhöhen. Und Sie kämen dann in Versuchung. Und statistisch, empirisch ist halt so, und das wird auch vielen Zuhörern, glaube ich, einleuchten, dass wenn wir dieses Szenario jetzt 10.000 Mal durchspielen, die meisten Menschen, die gerade eben eine Eigentumswohnung gekauft haben und einen dicken, fetten Kredit noch dranhängen haben, nicht umziehen werden, wenn sie neues Jobangebot bekommen in einer Location, die halt sozusagen durch Pendeln nicht mehr erreichbar ist. Ne? Die sagen, nee, also jetzt habe ich das Ding gerade gekauft und auch noch den dicken Kredit, wie komme ich da überhaupt wieder raus? Obwohl es natürlich gehen würde. Ich meine, Sie könnten es auch vermieten, aber ich denke, was Sie sagen, ist ja, dass die persönliche Flexibilität, die gefühlte persönliche Flexibilität nimmt sicherlich ab, weil man ja in der Regel diesen emotionalen Bezug zu dieser Entscheidung auch hat. Und da möchte man ja vielleicht nicht mal unbedingt überhaupt jemanden Fremden drin wohnen lassen. Genau. Das würde für die allermeisten, glaube ich, auch zutreffen. Es gibt dann sicher Ausnahmen, die dann trotzdem flexibel sind, aber die meisten werden sich sicher einschränken in der Flexibilität. Genau, und da geht also jetzt unserem hypothetischen Herrn Obersteller, den wir gerade in diesem Beispiel beschrieben haben, da geht dem natürlich eine deutliche Upside verloren. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt nicht mit diesen Zahlen, aber das hat es für mich, ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen, auch in andere Länder, aber jetzt angekommen in München, endlich. Ich habe auch in München ein bisschen studiert. Also München ist so eine schöne Stadt, hier lebt sich's gut. Aber auf alle Fälle bin ich auch mal weggezogen von München. Und das war unter anderem, sogar primär deswegen, weil ich einfach ein sehr attraktives Joboffer hatte. Und die Upside, die das Zusatzeinkommen, also diese Zusatzrendite, wenn Sie das auf Ihr Humankapital bezogen sehen, die hätte ich vermutlich nicht gehabt, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre, wie gerade beschrieben. Also Menschen, die Mieter sind, sind einfach viel, viel flexibler, auch auf solche ökonomischen Opportunitäten hin zu reagieren. Und das ist auch statistisch ganz klar nachgewiesen. Und man könnte jetzt, weil selbstgenutzte Immobilien in erster Linie natürlich eine emotionale Thematik sind, und das ist auch gut so und richtig so, das auch auf den emotionalen Bereich ausdehnen, wenn es jetzt in Berlin nicht die tolle Job-Opportunity auf Sie gewartet hätte, sondern eine neue Herzdame, die halt nicht nach München ziehen kann, aus irgendwelchen Gründen, aber Sie wollen unbedingt mit ihr zusammen sein. Ja, was machen Sie dann? Und klar, auch da hat es der Mieter so ein bisschen leichter und auch keine Transaktionskosten, wenn er umzieht. Die Umzugskosten sind sowieso für beide die gleichen. Das macht aber die Betrachtung so schwer, weil ich ja letzten Endes Annahmen in Bezug auf, also die Flexibilität, wie quantifiziere ich die? Andererseits die emotionale Rendite, wenn es mir wichtig ist. Ja. Also deswegen ist ja kann man vielleicht zwar mit Zahlen eine Betrachtung machen, aber am Ende ist es relativ komplex, letzten Endes ein direkter Vergleich, weil sehr viele qualitative Variablen reinfließen. Genau, ja. Also das Buch sagt einfach nur, wenn ich mich mal für den Augenblick auf die Zahlen beschränke, obwohl selbstverständlich selbstgenutzte Immobilien eine hochgradig emotionale Lifestyle-Thematik sind, ganz klar. Aber wenn ich mich mal einen Moment lang auf die Zahlen beschränke und wer 200.000 oder 500.000 Euro investiert, der sollte sich ab und zu mal mit den Zahlen beschäftigen und wird es auch tun, nehme ich an, dann ist es eben historisch so gewesen, dass Mieten, wenn man richtig rechnet, rentabler war als zur Selbstnutzung kaufen. Und es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass das
grundsätzlich, ich sage jetzt grundsätzlich, immer Ausnahmen, ne? Ich rede nur vom deutschlandweiten Durchschnitt hier, in Zukunft anders sein wird, trotz niedriger Zinsen, also die niedrigen Zinsen helfen, selbstverständlich, aber es gibt noch viele, viele andere Variablen, und der Grund, warum Mieten erstaunlich häufig günstiger ist, der ist struktureller Natur, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Und deswegen ist das empirische Ergebnis, das statistische Ergebnis dieser Untersuchung gar nicht mal so überraschend, weil es einfach strukturelle Gründe dafür gibt. Dann würde ich sagen, ja, also vielen Dank für das Gespräch. Und ich denke, für die Hörer waren viel Mehrwerte dabei, und ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Obersteller, hat Spaß gemacht. Wünsche Ihnen viele Zuhörer für diesen Podcast. Danke. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.